Ich bin mal wieder im Keller, dort, wo der Mann noch Mensch ist, und habe mir gedacht, ich bastel da an meiner Werkbank weiter. Ich würde mir da gerne ein paar schmale Streifen zuschneiden, damit ich den Fressspan da verdecken kann. Das mache ich mit der Tischkreissäge. Also stelle ich mir den Parallelanschlag da auf 5 mm ein und schon kann losgeschnitten werden. Stopp! So geht es nicht! Sieh's, ich habe meinen Spezialschiebestock. Ach so. Geil. Jeder, der schon mal an einer Tischkreissäge gearbeitet hat, dürfte klar sein, das so zu machen wie die zwei Helden aus dem Intro, ist keine gute Idee. Deswegen zeige ich dir heute, wie du eine Vorrichtung brauchst, mit der das schnell, einfach, sicher und vor allem wiederholgenau funktioniert. Für die Vorrichtung will ich da in der Führungsnute 6 mm Sperrholz fixieren. Das hat dann da ungefähr 30 mm Abstand zum Sägeblatt. Dazu verwende ich den Nachdenksport-Nutstein. Der passt da genau rein. Und hat dann auch den Vorteil, dass ich den über die Schraube da anziehen kann, damit sich der nimmer bewegt. Den verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Falls du den nicht verwenden willst, kann man sich da Holz zuschneiden, was da in die Führungsnut reinpasst. Vorne eine Zwinge hin, dann rührt sich das auch nicht mehr. So schaut das Ganze jetzt aus. Ich montiere das mal. Die zwei Beilagscheiben sind wichtig, weil ansonsten drückt sich der Nutstein dazu fest. Dann kann sich der nicht mehr bewegen. Das ist jetzt das nächste Teil. Das wird da bündig draufgeleimt, aber vorher muss da noch ein Loch rein. Durchschauen kann ich nicht, aber das passt so. Jetzt wird das Teil dann noch drauf laminiert und dann sind wir schon fertig. Während der Leim abbindet, ein kurzer Hinweis. Ich habe einen Discord-Server eingerichtet. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung. Es würde mich sehr freuen, wenn du da vorbeischauen würdest. Da können wir uns austauschen und von Zeit zu Zeit auch miteinander quatschen. Aber was jetzt noch viel wichtiger ist, danke für 1000 Abonnenten. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das ist umwerfend, dass das so schnell gegangen ist innerhalb von ein paar Monaten. Echt, macht mich wirklich sprachlos. Vielen Dank auch für das ganze super tolle Feedback in den Kommentaren immer. Ihr seid die Besten. Danke, danke, danke. Jetzt schaue ich mal, ob das trocken ist und dann machen wir mit der Vorrichtung weiter. Das ist die fertige Vorrichtung. Wie funktioniert die? Ich schiebe die da rein, fahre so weit vor, bis die Schraube da beim Sägeblatt ist. Dann schraube ich die Vorrichtung fest, dass sie sich nicht mehr bewegt. Angenommen, ich will 5 mm Leisten schneiden. Schnappe mal 5 mm Bohrer, pack den da dazwischen, also zwischen Sägezahn und Vorrichtung, drehe die Schraube raus, bis die den Bohrer berührt. Dann wird es da über die Flügelmutter wieder fixiert. Passt genau. Dann ziehe ich die Vorrichtung wieder zurück. Schraub sie fest und schon können wir unsere Leisten schneiden. Dazu nehme ich mein Holz, von dem ich die Leisten schneiden will, lasse das da links an der Schraube anstehen, schiebe dann den Parallelanschlag an das Holz ran und los geht's. We'll be right back.
Nach dem ersten Schnitt lasse ich das Holz da wieder anstehen, stelle den Parallelanschlag nach, schneiden wir mal zweite Leiste und so weiter und so fort. Fertig sind die Leisten. Das hat gut geklappt. Es hat beim Schneiden auch wirklich Probleme gegeben. Man hat schon gesehen, nachdem der Schnitt beendet war, ist die Leiste einfach umgefallen. Also gar keine Möglichkeit, dass sie die da irgendwie zwischen Parallelanschlag und Sägeblatt verhakt und durch die Gegend fliegt. Man stellt sich die Vorrichtung einmal ein auf das Maß, was man haben will. Man kann das sicher und wiederholgenau schneiden. Das Einzige, was halt ist, den Parallelanschlag muss man nachstellen, aber es ist sehr klar erledigt. Von dem her würde ich dir empfehlen, das nachzubauen. Finde, das ist eine super Sache. Und man kriegt schöne Leisten. Das soll es von mir jetzt auch schon gewesen sein. Falls du noch mehr Videos sehen willst, habe ich dir hier welche verlinkt. Jetzt wünsche ich dir noch eine schöne Zeit. Nochmal tausend Dank für die vielen Abos und das Feedback, wie vorhin erwähnt. Ich weiß immer noch nicht, was ich sagen soll. Immer noch sprachlos. Danke. Bis zum nächsten Mal.